Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML und CSS, diesmal gemischt. Genau, heute geht es darum, endlich um eure Navigationsleiste. Und ja, ich habe mir mal gedacht, ihr wartet da schon eine Weile drauf, deswegen mache ich einfach mal jetzt schon. Es geht danach natürlich noch weiter, keine Sorge. Okay, was wir als erstes brauchen, ist diese Navigationsleiste in HTML. Eigentlich absolut kein Hexenwerk, ich habe schon angedeutet, wird häufig mit irgendwelchen Listen gemacht. Und Listen, wisst ihr hoffentlich noch, macht man mit UL oder OL. Ist völlig egal, was ihr hier gerade benutzt, denn wir werden nachher die Zeichen eh noch wegmachen. Und die Listenelemente sind Links. Das heißt, wir haben erstmal dieses Listenelement und dann haben wir hier drin noch einen Link. Und zwar sagen wir hier href, wir zeigen mit dem Link auf unsere eigene Website, also auf die erste Startseite, die Site. Ups. Site.html. So, und hier könnt ihr dann zum Beispiel irgendwas wie Home oder Startseite oder Index oder sowas hinschreiben. Könnt ihr euch völlig frei aussuchen, das ist dann das, was der User am Ende sehen wird. Okay, allerdings wollen wir hier auch noch darstellen, dass diese Seite gerade aktiv ist. Also diese Seite ist gerade die, die der User ausgewählt hat. Das machen wir, indem wir hier die Klasse zuweisen, und zwar die Class aktiv. Das ist die Seite, auf der sich der Benutzer gerade befindet im Moment. Denn es ist ja die Site.html, die wir hier drüben auch bearbeiten, und darauf verweist man ja auch gerade. Okay, so, und eine zweite Seite fügen wir einfach mit Copy-Paste ein. Da brauchen wir allerdings keinen aktiven Link, denn das ist nicht die Site.html, sondern, keine Ahnung, zum Beispiel das Impressum. Das hat eigentlich auch fast jede Seite. Und hier kann man dann Impressum hinschreiben oder Kontakt oder wie ihr es nennen wollt. Okay, so, und jetzt haben wir schon quasi unsere Navigationsleiste. Wenn ihr hier noch mehr Einträge haben wollt, dann nehmt ihr einfach die Listen und erweitert die Listen einfach um noch mehr Listenelemente. Gut, und dann brauchen wir noch irgendwas, was tatsächlich auf der Seite gerade angezeigt wird. Das machen wir hier einfach mal in div rein. Div. Und zwar braucht das div noch eine ID. Das nennen wir einfach wieder mal div1. Und ach übrigens, ich habe das Stylesheet hier oben schon standardmäßig eingebunden. Es heißt styles mit s hinten dran .css. Also nicht wundern irgendwie, wenn ihr irgendwie was vermisst oder sowas. Es ist alles da. Okay, so, und jetzt hier rein können wir zum Beispiel irgendwelche Überschriften packen. Mega geil, meine eigene Navleiste. Okay. Und dann packen wir hier noch ein paar Paragraphen rein mit einem Lorem Ipsum Text oder sowas. Hab hier drüben sogar schon einen offen. Aber noch nicht kopiert, blöderweise. Okay, so. Gut, und jetzt haben wir eigentlich schon alles. Wenn wir allerdings die Seite laden, sieht das ein bisschen doof aus. So sieht's aus, wenn euer CSS nicht lädt. Hatte ich früher mal als Bug. Sieht nicht so geil aus und ist echt unangenehm, sich dann da durchzuwurschten. Ihr könnt es aber gerne mal probieren. Gut. Was wir jetzt hier noch machen, ist die ganze Magie, nämlich in CSS. Und das Einzige, was wir brauchen, oder was heißt einzig, aber wir brauchen nur wenige Sachen im Prinzip für diese Navigationsleiste. Das heißt, so kompliziert ist es nicht. Wir setzen erstmal den Margin von unserem Body auf 0. Das heißt, wir wollen, dass hier alles direkt anschließt. Also wir wollen, dass auch dieser Text hier direkt dran steht. Und warum, das zeige ich euch nachher, denn, wobei ich kann es auch eigentlich schon jetzt sagen, wir wollen, dass der Hintergrund ja nicht hier irgendwie aufhört, sondern dass er direkt anschließend ist. Das macht man eigentlich meistens, wenn man den Hintergrund irgendwie selber bestimmt durch einen anderen Div. Okay, und dann müssen wir die Liste modifizieren. Die Liste modifizieren wir, indem wir hier UL eingeben. UL, und dann wollen wir hier die Listen. Also wir haben hier verschiedene Optionen noch für die Liste, List Style Position, ich glaube, das kriegt ihr alles mittlerweile selber hin, es ist auch nicht wirklich schwer, aber List Style Type None, also ihr könnt hier natürlich auch noch hinschreiben, was ihr genau haben wollt, aber einfach hier List Style Type None entfernt die Punkte vorne dran. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, da fallen die Punkte weg hier oben und ich zoome hier mal wieder ein bisschen rein, damit ihr es besser sehen könnt. Hier sind gerade die Punkte vor Startseite und Impressum weggefallen. Das ist sehr cool und sehr hilfreich. Gut, was wollen wir außerdem noch? Wir wollen auch hier, dass der Abstand zu allem anderen 0 beträgt, also direkt anschließend ist. Und dass auch
die inneren Elemente direkt anschließen. Das ist standardmäßig ein bisschen höher. Wir wollen es jetzt allerdings direkt bündig haben. Und wie gesagt, das liegt daran, dass wir hier nachher einen Hintergrund drunter legen und der sieht ziemlich cool aus. So, und jetzt wollen wir, dass unsere Navigationsleiste 25% unserer Webseite einnimmt. Das heißt auf der linken Seite aber. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Sieht man keinen Unterschied, logisch, weil wir haben ja noch überhaupt keinen Hintergrund oder sonst irgendwas gemacht. Der kommt jetzt mit Background Color und ich finde so ein dezentes Grau finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Sowas wie was relativ Helles oder so, aber ja, sagen wir einfach mal F0, F0, F0. Grau hat immer alle drei Dinger hier haben dieselben Werte, also Rot, Grün und Blau haben dieselben Werte. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Jetzt sehen wir hier, na, ist vielleicht fast ein bisschen hell. Könnte man hier schon fast auf D runtergehen. Ja, so ist doch in Ordnung. Okay, und jetzt haben wir auch gesehen, dass wir hier so bis dahin geht unsere Liste. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, also von der Breite her. Das ist ein Viertel, das ist relativ viel, beziehungsweise es kommt einem so vor, als wäre es relativ viel. Aber wenn man mal so rumguckt, die meisten Seiten brauchen tatsächlich so viel für ihre Navigationsleiste. Und an Aufwand ist die Navigationsleiste meistens auch recht viel. Okay, jetzt wollen wir die Position haben von der Navigationsleiste. Und das ist fixed, meistens oder eigentlich immer. Und jetzt sieht es hier erstmal ein bisschen komisch aus, aber wenn man scrollt, dann fährt die Navigationsleiste mit und das ist das Coole dran. Das ist auch das Einzige, wo es wirklich meiner Meinung nach richtig viel Sinn macht, so einen Teil zu bauen. Denn nachher wird diese Navigationsleiste, ich zeige es euch einfach, wie es nachher aussieht, wenn es soweit ist. Okay, die Höhe der Navigationsleiste soll logischerweise 100% sein und vor allem soll Overflow auf Auto gesetzt werden. All diese Befehle kennt ihr schon, ihr müsst sie nur noch irgendwie zusammenpacken. Was dieser Overflow Auto jetzt gemacht hat, ist folgendes. Wir haben hier, falls wir zu viele Elemente haben, fangen wir automatisch an mit Scrollen. Das ist das Tolle. Gut. So, jetzt bearbeiten wir unsere einzelnen Listenelemente, weil die sehen ja noch nicht wirklich sexy aus. Hier, die muss man schon noch ein bisschen aufhübschen. Und das tun wir, indem wir hier sagen erstmal LIA. Das bedeutet, wir haben jetzt hier noch einen weiteren Selector gerade kennengelernt. Den kennt ihr tatsächlich noch nicht. Wir nehmen alle innerhalb von Listenelementen alle A's, aber nur die Links, also nur die, die innerhalb des der Liste drin sind, also als Listenelement. Das bedeutet, in unserem HTML, wenn wir da mal reingucken, Listenelement hier, LI bis LI und es enthält ein A. Dann nehmen wir uns das A hier. Und hier genau dasselbe, aber wenn jetzt hier unten einfach so ein A stehen würde, dann würden wir das nicht nehmen, weil es ist ja nicht innerhalb von einem LI-Tag. Nur was innerhalb eines LI-Tags ist, das wird genommen. Gut, also wäre das geklärt, LIA. Was wir hiermit machen ist folgendes, wir sagen Display als Block-Element. Das bedeutet, wir haben am Ende das, was wir hier eigentlich schon haben. Wir haben wirklich ein komplettes Teil hier nur für dieses, also ein komplettes Feld, nur für dieses einzelne Element hier. Okay, sehr schön. Und was wollen wir noch haben? Wir wollen die Schriftfarbe vielleicht setzen auf Schwarz. Ne, auf Rot. Nee, machen wir Schwarz. Schwarz lässt sich besser lesen. Ist zwar standardmäßig auf Schwarz, aber sollte vielleicht lesbar sein. Okay. Und dann wollen wir, dass das Ganze ein bisschen Abstand bekommt von der Liste hier. Also, dass es nicht hier so mit der Schrift direkt links ansteht. Das stört nämlich ein bisschen, finde ich persönlich. Und ja, der Link fängt dann automatisch ein bisschen weiter an. Okay, da sagen wir dann, wir hätten gerne 10 Pixel Abstand. Und dann 0, 10 Pixel, ups, das schreibt man zusammen, und dann sogar mal 15 Pixel. Dann schauen wir uns mal an, was da gerade passiert ist. Wir haben hier ein bisschen mehr Platz eingeräumt, unseren einzelnen Elementen. Gut, und was brauchen wir hier auch noch? Naja, wir sehen es, die Dinger sind immer noch unterstrichen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir gerne haben, vor allem nicht bei so einer Liste, da sollten die Dinge eigentlich nicht unterstrichen sein, dass man draufklicken kann, sollte fast
daraus hervorgehen, wer irgendwie mal Internetseiten benutzt hat, der weiß das. Also sagen wir hier Text Decoration auch None, also keine. Und dann fällt das hier weg. Sehr schön. Jetzt sieht es doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt wollen wir allerdings noch mehr haben. Und zwar, wenn man drüber fährt, dann soll da auch irgendwas passieren. Ihr wisst, LIA, Doppelpunkt Hover, damit kriege ich die Links, mit denen ich, über die ich drüber fahre. So. Okay. Die Links, über die ich drüber fahre, die sollen eine Hintergrundfarbe von weiß haben oder so. Nee, nicht ganz weiß. Vielleicht ein bisschen heller als das, was wir hier haben. Sagen wir 777. Ihr wisst, das ist dasselbe, wie wenn ich hier 6x7 hingeschrieben habe. Einfach 3x7 hinschreiben. So, wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann sehen wir, dass sich hier die Farbe ändert. Und jeweils nur bei dem Link, bei dem ich gerade bin. Sehr praktisch und sehr cool auch. Okay, und jetzt die aktiven Links. Achso, halt, wenn wir hier so dunkel sind, würde ich eigentlich fast sagen, wir machen hier, Color auf White. Okay, so, das sieht doch schon mal ganz schön aus. Wenn man hier die Farbe auch noch auf Weiß setzt, dann kann man es besser auf diesem grauen Hintergrund lesen. So, und dann brauchen wir nur noch unseren Div hier drüben, denn der ist nicht wirklich lesbar hier. Achso, und unser Active brauchen wir auch noch. Also der Link, der gerade aktiv ist, den kriegen wir, wenn wir sagen LIA.aktiv. Den haben wir ja so genannt. Hier drüben hieß er aktiv, das hier. Und den setzen wir einfach mal auf die Hintergrundfarbe Background Color auf, was haben wir denn Schönes? Inherit, ist das alles, was du mir vorschlägst? Na schön. Dann nehmen wir doch einfach mal 5000000. Das sollte irgendwas in Richtung Rot sein. Und die Farbe von der Schrift, weiß ich nicht genau, kann man eigentlich sogar, na, kann man nicht auf Weiß lassen. Sollte man vielleicht auf Weiß setzen. Gut. Also wie ihr seht, das hat relativ viel mit Ausprobieren zu tun. Wenn ich hier drüber fahre, dann wird der allerdings auch wieder grau. Das kann man verhindern, indem man hier auch noch sagt, und das kennt ihr jetzt auch noch nicht, Doppelpunkt not und dann Punkt aktiv. Das ist hier quasi das Gegenteil von dem, was wir hier oben haben. Das heißt, wenn ein Link aktiv ist, passiert das hier. Und wenn ein Link nicht aktiv ist, dann ist genau not aktiv der Fall. Das heißt, jetzt sparen wir sozusagen den hier oben aus. Wenn wir hier drüber fahren, passiert nichts. Wenn wir hier drüber fahren, dann wird er dunkler. Sehr schön und sieht nicht schlecht aus. Okay, und jetzt wollen wir noch den Div hier ein bisschen richtig setzen, denn das kann irgendwie nicht ganz so geil sein, denn man hat hier irgendwie, sieht man einfach nichts. Und was wir dazu machen ist, wir sprechen das Ganze wieder über die ID an. Ich mache hier das Ganze mal ein bisschen höher, damit ihr auch besser mitlesen könnt. So, wir sagen Div 1 und hier sagen wir der Margin auf der linken Seite. Naja, wir wissen ja, wie breit unsere Liste ist, nämlich 25%. Also brauchen wir hier 25% Platz auf der linken Seite, logischerweise. Okay, Margin Left 25%. Der Padding, also der innere Rahmen, der sollte noch ein bisschen Platz schaffen, damit die Elemente nicht direkt anstoßen. Also 1 Pixel vielleicht und 15 Pixel. So, und die Höhe setzen wir einfach mal auf 100%. Gut. Und schon haben wir es. Jetzt haben wir nämlich auch den Fleck hier oben weg. Jetzt haben wir eine wunderbare Navigationsleiste auf der linken Seite, die genau ein Viertel einnimmt. Wenn wir hier auf Vollbild gehen, dann ist die allerdings relativ fett. Das liegt daran, dass wir dann halt einen breiteren Bildschirm haben. Okay, und hier haben wir dann auf der rechten Seite unseren Text, den wir hier benutzen können. Alles klar.
Gut, so funktionieren Navigationsleisten und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Seid mutig und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.